Herzlich willkommen bei Close to the Action. Freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist ja in einer Künstlerfamilie geboren. Wie präsent war denn das Thema Schauspiel bei euch daheim? Warte ich ja Schauspieler insofern. Das war Alltag. Und wann hast du so ein bisschen gemerkt, ja, Schauspiel, das könnte auch was für mich werden? Das war einfach eine Notlösung, weil was anderes hat sich einfach nicht angeboten, gerade zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte eigentlich Filmregie studieren und einfach gab es keinen Jahrgang für Filmregie in diesem Jahr, nachdem ich mit der Schule fertig war. Und da die Aufnahmeprüfung fürs Regiestudium irgendwelche Schauspielprüfungen auch beinhaltet hatte, dachte ich, ja, dann benutze ich einfach das, was ich jetzt so vorbereitet habe und bewerbe mich fürs Schauspiel direkt. Und so ist es entstanden. Und da bin ich da hängen geblieben. Du hast in Bulgarien Schauspiel studiert. Sind die Aufnahmebedingungen in Bulgarien genauso hart und die Konkurrenz auch so groß wie hier in Deutschland? Die sind immer noch so, glaube ich, oder keine Ahnung. Aber damals, ja, es war eine einzige staatliche Schule. Und da gab es unglaublich viele Bewerber für, keine Ahnung, 20 Plätze oder so. 2.000, 3.000 Leute, die sich da bewerben mussten. Das war mir auch nicht so richtig bewusst, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich kam durch, 6 Runden, aber für eine kurze Zeit. Also ich habe da irgendwie nach dem 2. Jahr gemerkt, das reicht jetzt und ich habe die Schule verlassen. Hast du etwas von der Schauspielschule mitgenommen, was du auch heute noch benutzt? Nee. Okay, kurz und bündig. Also alles durch spätere Drehs dann gelernt? Bühne vor allem. Und ich kann mich vage erinnern an ein paar Szenen aus dem ersten Jahr, so 2, 3, auf die ich sehr stolz war damals. Aber das war es auch dann. Also es alles, was ich über Spielen oder über Bühnenraum gelernt habe, das kam später mit der Arbeit. Jeder Schauspieler hat ja auch so für seinen Beruf so seine ganz eigene Definition, was Schauspiel für ihn persönlich so besonders macht. Hast du auch so eine Definition? Ich kenne ja nichts anderes. Ja gut, ich hätte ja Musiker werden können und dafür war ich aber ein bisschen zu faul. Für mich ist es einfach ein Modus wie Wendy. So, ne? So lebe ich halt. Es ist eine Notwendigkeit. Du bist mit 23 Jahren nach Deutschland gekommen. Wie war dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck, es war grau, es war düster. Berlin, Friedrichstraße. Ja, es war ein Monat nach der Wende ungefähr. Ja, so war das. War kalt, es ist Winter. Aber ich kam ja mit einem großen Elan oder mit einer Sehnsucht, mit einer Hoffnung auf gutes Arbeiten. Ich kam ja wegen einer Theaterinszenierung oder einem Theaterprojekt, an dem ich teilnehmen sollte, daran zu arbeiten und auf diese Einladung kam ich und ich erhoffte mir einfach nur das Beste und jetzt kommt eine spannende Arbeit und das ist, was mich damals führte. Gab es in deiner Karriere, vielleicht auch gerade so in den Anfängen, Momente, wo du gedacht hast, okay, vielleicht ist Schauspiel doch nicht das, was ich für immer machen kann? Aber vor allem am Anfang gab es nach meiner Ankunft eine Periode, wo ich fast das Tuch schmeißen wollte, oder zurückkehren wollte, weil ich mir der Sprache noch nicht so mächtig war und es hinderte mich an meinem Ausdruck, es stand wie so eine Mauer, über die ich nicht rüberklettern konnte. Mein Körper hatte sich verstaut, weil ich das nicht ausdrücken konnte, was ich wollte, in der Sprache auch.
Wenn du heute von Heimat sprichst, ist das dann Berlin, Deutschland oder ist es immer noch Bulgarien? Eher Berlin, würde ich sagen, ja. Also ich kann mit diesem Begriff Heimat schwer was anfangen. Also für mich ist Heimat der Ort, den Ort verbindet man mit Menschen und da, wo die Nächsten sind, dann ist das auch Heimat. Also, und da ich hier seit fast 30 Jahren lebe, es ist halt so. Du hast in einem vorigen Interview erwähnt, dass du nicht für glatte Charaktere stehst. Was genau macht einen Charakter für dich glatt? Die Eindimensionalität eines Charakters ist ein glatter Charakter. Mich interessieren Widersprüche. Also, der Mensch besteht aus Widersprüchen. Mhm. Und im Grunde spielt man halt nur widersprüchlichen Charakter. Gut, bei den Glatten wahrscheinlich überwiegt eine einzige, nicht Qualität, sondern eine einzige Charakteristik oder wie soll man das nennen. Deswegen interessieren mich paradoxale und eben widersprüchlich handelnde Menschen. Wenn du diese Charakterrollen verkörperst, sei es jetzt auf der Bühne oder vor der Kamera, beschäftigen diese dich danach noch? Also wenn man sich so richtig in die Emotionalität reinlegen muss, beschäftigt das noch? Nee, sobald ich von der Bühne runter bin, beschäftigt mich das nicht mehr. Nein, das hat mich genug beschäftigt auf der Bühne und dann ist Pause. Ich muss es auch nicht woanders noch ausleben. Viele kennen dich als Tristan aus den Coco-Vert-Filmen. Die ersten beiden waren sehr erfolgreich. Viele Fans hoffen jetzt natürlich auf einen dritten. Kannst du Hoffnung geben? Über einen Coco-Vert 3 wird gerade nicht gesprochen, nein. Wir haben aber einen anderen Film gedreht mit Till im Sommer. Und der heißt Klassentreffen, der kommt im Herbst raus. Und der wird, glaube ich, auch nicht schlecht. Der wird ziemlich gut. Gehen wir mal so ein bisschen weg von deiner Arbeit. Wenn du nach Hause kommst, wie bekommst du den Kopf frei? Wie kannst du dich entspannen? Oft der Alltag, der bringt sofort die Realität. Also, das ist ja dasselbe, was ich sage, aber die bringt sofort rein. Sobald man eine Familie hat und Kinder, dann ist, das ist, ich weiß nicht, ob das Entspannung ist, aber Entspannung von der Arbeit ist aber eine Anspannung in einer anderen. In der anderen Situation eben des Alltags. Und das ist schon entspannend genug. Also man schaltet schnell ab. Dann sind wir auch schon fast am Ende. Letzte Frage, welche Projekte stehen denn jetzt für dich dieses Jahr noch an? Oh, also einige. Alles ist spruchreif, aber auch nicht so spruchreif. Auf jeden Fall, ich habe im letzten Jahr 8 Filme gedreht und eine Theaterproduktion gestemmt. Ich bin jetzt froh, dass ich ein paar Monate für mich habe und nicht so viel arbeiten muss. Es stehen aber Sachen an, jetzt April vielleicht, dann Mai, dann bereite ich auch noch eine Theaterproduktion. Es kommt wahrscheinlich Klassentreffen 2 wieder, August, Oktober und hier ein Film. Aber ich will dieses Jahr ein bisschen kürzer treten, aber das ist schon auch genug. Also auf jeden Fall, wir bereiten einen Roman von David Grossmann vor für die Bühne. Ein Pferd kommt in eine Bar, heißt der. Der Premiere wird in Salzburg sein, kommt an das Wiener Burgtheater dann später, auch in Berlin am Deutschen Theater. Ein Film in April, vielleicht noch einen im Mai, also, und dann eben das, was ich gesagt habe. Und so wird das Jahr auch vergehen.